Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es gibt Neuigkeiten. Tennis auf hohem Niveau, nun auch im Mürztal. Die Zusammenarbeit der Tennisakademie Kindberg und Bruck an der Mur unter dem Begriff RS Tennis und Athletics tut sich ein neuer Horizont im Tennissport auf. Ja, das Tennis-Nachwuchszentrum Bruck-Kindberg stellt sich neu auf. Es gibt mit dem Ronny Schmidt einen neuen Trainer, der das ins Trainerteam von Stefan Rettl und Gerald Gamaff stößt. Das ist eine enorme Aufwertung, weil wieder ein international erfahrener Trainer in dieses Leistungszentrum kommt und davon werden die Jugendlichen natürlich in den kommenden Jahren enorm profitieren. Drei wichtige Faktoren sind im Tennis höchst notwendig. RS, Tennis und Athletics hat sie. Exzellenter Service, maßgeschneiderte Lösungen, professionelles Team. Ronny, es freut uns sehr, dass Ronny Schmidt wieder zurück in die Obersteiermark kehrt. Wie sieht deine Aufgabe jetzt hier im Tennis-Nachwuchszentrum Bruck-Kindberg aus? Ich habe mich letzte Woche mit dem Stevie getroffen und wir haben uns einmal geeinigt, dass ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Tage in der Woche ich hier bin, sondern es hängt einmal viel vom Training mit Anastasia ab. Plus ich habe auch eine Aufgabe vom Steirischen Tennisverband, die ich erfüllen muss. Das heißt, wir schauen jetzt einmal von Woche zu Woche. Wenn wir einen Nachmittag die Woche jetzt einmal zusammenkriegen, dann wäre das eh gut. Das heißt, du bist einerseits jetzt natürlich für deine Frau als Coach tätig, andererseits liegt dir natürlich auch die Jugendarbeit am Herzen. Wie läuft es mit dem Steirischen Tennisverband? Was hast du für einen Eindruck von den Jugendlichen in der Steiermark? Eigentlich einen sehr positiven Eindruck. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt viel mit den A-Kaderspielern gearbeitet, also vielleicht zweimal die Woche. Und zusammen mit dem Trainerteam dort versucht einiges zu verändern, ein bisschen die alten Muster aufbrechen, dass man vielleicht ein paar neue Inputs kriegt. Das ist natürlich, es würde ein bisschen mehr Zeit verlangen, aber im Moment geht es jetzt leider nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber für mich ist immer wichtig, wo ein motiviertes Team ist, da bin ich bereit zu helfen und meine Zeit herzugeben. Deswegen hat mich das auch gefreut, dass der Stevie mich angesprochen hat und ich weiß, wie er dahinter ist und was er nicht alles aufbaut, hier in Kindberg und in Bruck. Und ich bin wirklich froh, dass wir uns da geeinigt haben und dass ich da ein bisschen aushelfen kann und was die Zukunft bringt, ob das dann mehr wird, hängt viel auch von der Anastasia ab. Aber ja, es ist natürlich das Ziel, dass es dann irgendwann eine intensivere Zusammenarbeit gibt. Ja, das wäre natürlich das Hauptziel. Wäre eine tolle Aufwertung natürlich auch für das Tennis-Nachwuchszentrum, wenn man ein bisschen über deinen Werdegang spricht. Du warst selbst Profi früher, hast dann eine Trainerkarriere gestartet. Wie waren die letzten 15 Jahre als Trainer? Oh, anstrengend. Also das letzte Jahr war eigentlich einmal ein bisschen zum Durchatmen, aber davor war das, ja, zuerst einmal die Aufbauarbeit, dass du Erfahrungen sammelst. Dann habe ich das Glück gehabt, mit dem Thomas Muster 2 Jahre zu verbringen, was mir natürlich viel geholfen hat. Dann einige Jahre in Wien verbracht, dort Anastasia kennengelernt, dann mit ihr quasi von null gestartet. Ich kann eigentlich stolz sagen, dass wir relativ viel erreicht haben, also mehr, wie was wir uns je vorgestellt haben. Und ja, kann auf einige Jahre Erfahrung jetzt zurückblicken und würde natürlich gern Trainern vor allem helfen, Spielern unterstützen, die halt motiviert sind und was erreichen wollen. Und in dem Bereich würde ich mich gut aufgehoben sehen, ja. Welche Ziele strebst du mit Anastasia jetzt noch auf der WTA-Tour an? Über Ziele haben wir eigentlich nie gesprochen. Das werden wir eigentlich auch nicht. Das Hauptziel ist, sie körperlich wieder fit zu bekommen, weil sie doch jetzt einige Probleme gehabt hat, auch in den letzten Jahren, wie sie gespielt hat. Dass die Motivation hoch ist, dass sie Spaß am Training hat und am Wettkampf, das sind eigentlich die Hauptziele. Resultate haben wir uns jetzt keine gesetzt, aber
Unser Ziel ist, wenn sie spielt, dass sie konkurrenzfähig ist, dass ihr Level so ist, dass sie sich zutraut, Matches oder Turniere vielleicht zu gewinnen. Und wie weit, das ist noch so weit weg. Aber das wären halt so die Ziele, ja. Du bereitest dich gerade vor auf die Rückkehr auf die WTA-Tour. Wie laufen die Vorbereitungen aktuell? Ja, es läuft gut. Ich muss noch schauen, wie meine Schulter ist, weil jetzt ist wichtig, dass meine Schulter in Ordnung zu kriegen. Aber ja, es geht langsam voran. Es dauert noch ein bisschen. Es wird nicht so sein, dass ich da gleich im Sommer spiele. Ich lasse mir Zeit, dass alles passt und dann hoffentlich werde ich bereit. Du hast ein Protected Ranking, glaube ich, von 50 oder 55 im Moment. Welche Turniere wirst du als nächstes in Angriff nehmen? Boah, das ist noch schwer. Das ist noch nicht geplant. Es hängt auch von meiner Schulter. Aber ich hoffe, vielleicht nächstes Jahr anfangen wir mit kleineren Turnieren und dann schauen wir mal. Wie schaut jetzt dein Alltag aus? Du bist vor kurzem Mutter geworden. Wie oft kannst du jetzt trainieren und wie ist diese neue Herausforderung für dich? Ja, es ist derzeit anstrengend. Meine Tochter ist erst 4 Monate alt. Deswegen, ja, jetzt ist eigentlich ganz wichtig, mit ihr zu sein. Und der Tennis ist ein bisschen hinten. Ja, ich spiele 3-mal die Woche, 3 Stunden und mache vor allem mehr mit der Schulter, mit Fitness auf der Schulter und Therapie auch mit der Schulter. Mhm. Perfekt, dann alles Gute für das Comeback. Danke, danke. Stefan Rettl, das Tennis-Nachwuchszentrum in Bruck-Kindberg stellt sich neu auf. Es gibt einen Trainerabgang, aber andererseits auch einen Trainerzugang. Es tut sich einiges. Welche Neuentwicklungen gibt es aktuell? Ja, der Ronny Schmidt, der kommt mit Anfang Mai zu uns, der stoßt zu unserem Trainerteam und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir so einen internationalen, top erfahrenen Mann an unserer Seite bekommen und der in Zukunft mit den jungen Spieler und Spielerinnen gemeinsam mit uns als Trainer auch arbeiten wird. Es ist ja etwas Besonderes, in der Obersteiermark ist es jetzt wirklich möglich, dass man mit nicht nur national, sondern internationalen erfahrenen Trainern arbeitet. Auch du bist ja sehr viel auf der Tour unterwegs. Wie glaubst du, werden die Jugendlichen und Kinder, die hier trainieren, profitieren? Naja, es ist natürlich ein Riesenvorteil. Also der Ronny kommt mit einer jahrelangen Erfahrung. Ich glaube, er war die letzten 8 Jahre durchgehend mit der Anastasia Sevastova auf der Tour unterwegs. Die war Nummer 11 der Welt. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden von seiner Erfahrung. Und ich bin mittlerweile über zwei Jahre mit dem Ofner Sebastian unterwegs, fahre morgen nach Xada zum Challenger mit ihm gemeinsam. Und die Jugendlichen profitieren irrsinnig davon. Warum? Weil wir Trainer immer wieder am neuesten Stand sind. Wir sind bei internationalen Turnieren. Wir sehen, wohin entwickelt sich das Tennis international. Und dementsprechend können wir auch unsere Spieler in diese Richtung weiterentwickeln und ihnen helfen. Das heißt, ihr erwartet euch auch neben dem professionellen Training natürlich auch einen Werbewert durch diese großartigen Trainer, die es jetzt gibt. Was bedeutet das vor allem für junge Kinder, die vielleicht überhaupt erst zum Tennis kommen? Erwartet ihr doch auch neue Impulse? Ja, wir hoffen natürlich, dass viele junge Spieler zukünftig zu uns kommen werden. Wir wollen mit den jungen Spielern gemeinsam arbeiten. Natürlich brauchen wir auch die Breite. Ja. Ohne die Breite gibt es keine Spitze. Und da versuchen wir uns ständig weiter zu verbessern, dass wir einfach wieder viele Kids und Jugendlichen zum Tennis bringen und wir hier ihnen damit Bruck und Kindberg super Möglichkeiten bieten, auch für jene Spieler und Spielerinnen, die international in diese Richtung gehen wollen. Also ich bin der Moritz Baumgartner, ich bin wie Tennisprofi werden und ich trainiere da am Tennisakademie Kindberg. Nun gibt es ja einen professionellen und einen sehr guten Trainer. Hast du da schon ein bisschen dich informiert? Ja, da trainiert heute Steve Rettl und ist ein sehr guter Trainer und da trainiere ich jetzt schon so ein gutes halbes Jahr. Wie oft trainierst du? Ich trainiere da in Kindberg 3-mal und bei mir daheim auch nochmal 2-mal. Also und dein Ziel ist? Tennisprofi zu werden. Und wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist der Roger Federer. Dass hier die idealen Voraussetzungen geschaffen werden, ist die Hoffnung für Moritz, sein Ziel zu erreichen, enorm gestiegen.